So, willkommen bei Let's Play Yu-Gi-Oh! Zurück. Dieses Mal machen wir es so, jetzt gehen wir nicht mehr auf den Story-Modus, sondern wir brauchen Kohle für ein gescheites Deck und deswegen machen wir jetzt einfach mal ein freies Duell gegen einen CPU. Wir haben drei Gegner, einmal Ojama Gelb, Totenkopfwächter und Geflügelter Kuribo. Nehmen wir mal Geflügelter Kuribo zuerst. Damit wir Geld bekommen, um neue Karten zu holen. Mit dem wir dann Lenny, heißt der glaube ich, schlagen können. Okay. Kuribo fängt an. Er setzt ein Monster und eine verdeckte Karte. Kein Ding können wir. Was? Warum können wir die nicht spielen? Achso, ich habe die falsche Karte gewählt, okay. Okay, jetzt zerstören wir erstmal seinen Riesenkeim. Interessant. Micha Bunny kommt jetzt. In Kombi mit der Urkönnerkanone. Hat zwar nicht so viele Angriffspunkte wie ein anderes Monster von uns, aber immerhin. Wir greifen ihn jetzt direkt an. So, und falls unser Monster dann zerstören sollte mit einem Monster, das höher, also das stärker ist als unseres, dann haben wir immer noch diesen Regeki-Brecher, den wir jetzt verdeckt setzen. So, und wenn Mechabunny drauf geht, haben wir immer noch diese hier und holen es einfach wieder zurück. Dann kriegt er zwar seinen Riesenkeim, glaube ich, wieder, aber egal. Aha. Ja, okay. Zerstöre ich alle. Nein, Moment, unser Monster wird ja dann aus dem Spiel genommen. Verdammt, und schon ist unsere Taktik am Arsch. Naja, okay. Ja, aber trotzdem greift er nicht an. Ich glaube, der hat sein Kuribo verdeckt gesetzt, den er sich gerade geholt hat. Maske der Finsternis. Holen uns damit drei Geki-Brecher zurück. Und schauen dann, ob wir noch was machen kann. Können. So, jetzt ist er wieder dran. Oder S oder was auch immer. Ich sag einfach er. Kuribo ist bestimmt ein er. Okay, ja, ist gar nicht so dumm. Wir können die Maske der Finsternis dreimal wiederverwenden. Ne, einmal nur. Ja, okay. Ne, flippen wir es doch noch nicht. Heben wir uns das erst auf. Und zwar setzen wir die verdeckt, falls unser Monster zerstört. Wird's geflippt, Flip-Effekt aktiviert sich, zack, wieder Geki-Brecher auf die Hand, dann kommt Falle, falls er uns direkt angreifen will, und dann, zack, Maske Fissens wieder auf dem Spielfeld. So, mal schauen, was er jetzt macht. Er, oh, Tributbeschwörung. Kein Problem, wir haben Ryokyo Sangan. Jetzt kann er sich ein Monster mit 1500 Angriffspunkte von seinem Deck auf seine Hand nehmen. Darf man nur einmal im Deck haben, aus dem Grund, weil man sich dadurch alle Exodia-Teile leicht auf die Hand holen kann. Ja, setzen wir die einfach verdeckt. Die hat ein Tributenmonster gespielt, warum nicht? So, im nächsten Zug flippen unser Monster, kriegen eine Feinkarte und dann flippen unser anderes Monster und alle Karten werden zurück ins Deck gemischt. Okay. Endphase, okay. Sind die wieder dran? Materialdrache. Aber ich will noch nicht spielen, aus dem Grund, weil er zwei Monster dafür geopfert hat und dann müsste sein Monster um einiges stärker sein als unseres. Deswegen greife ich, ja, mache ich keine Beschwörung, sondern flippe erst unser Monster. Und schauen, was wir. Ah ja, wir kriegen den zweiten Monster der Finsternis. Kunai mit Kette, ja, liegt alles auf dem Friedhof. Was der Schöpfer? Naja, okay. Wir können die mit unserer Zauberkarte zurückholen, ist daher kein großes Drama. Naja, setzen wir Raigeki-Brecher verdeckt. Hey, warum können wir die nicht aktivieren? Each player select a monster in the graveyard and special summoned in this face down defense position. Das heißt, jeder Spieler kann oder kann die gar nicht beschwören werden. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wo bei mir Y ist, deswegen kann ich es nicht weiterlesen. Er flippt sein Chilenduo
und sein Riesenkeim greift uns mit Riesenkeim an, weil er weiß, dass es Maske der Finsternis ist. Ja, was soll's? Schmeißen wir den hier ab, aus dem Grund, weil wir den mit dieser Karte zurückholen können. Ach ja, wenn er irgendwie Lebenspunkte verliert, dann wird diese Karte zerstört, deswegen habe ich Riesenkeim zerstört und nicht die hier. Weil die leichter zu zerstören ist. Naja, der Vorteil an der Karte ist, diese Karte kann nicht im Kampf zerstört werden. Okay, dann, ja, kommt jetzt unsere Zauberkarte. Wir holen unseren Urmaterial davon zurück. Mit 2000 Verteidigungspunkten müsst ihr das schon aushalten, den Angriff. Ja, flippen unsere Maske der Finsternis, was soll's? Keine Tetris, bitte. Kein Tetris! holen unsere Gigibrecher. Jetzt haben wir eine Zauber, eine Monster und eine Fallenkarte auf der Hand. So, jetzt spielen wir mal Ryokyo. Halbieren die Angriffspunkte von seinem Gelindur und erhöhen sie von unserer Maske. Und jetzt können wir sein Monster angreifen. Und er kriegt Lebenspunkte abgezogen. Und der Effekt seines Monsters, er zerstört sich selbst. So. Jetzt setzen wir noch drei Gigibrecher verdeckt. Und beenden unseren Zug. Und schauen, was er jetzt noch versucht. Ja, das ist jetzt eine verdeckte Karte, okay. Das schreckt mich nicht ab. Sicherheitskugel. Setzen wir die einfach mal. Flippen wir unseren Urmaterial durch. Oh ne. Er opfert die Hälfte seiner Lebenspunkte, um unser Monster zu zerstören. Ich finde die Karte ist scheiße. Aber gut, wer es mag. Die werden wir wahrscheinlich noch öfter in diesem Spiel kennenlernen. Naja, greifen ihn einfach mal mit 900 an. Aha. Der Effekt von seinem Marshmallow kann nicht im Kampf zerstört werden und wenn es verdeckt angegriffen wird, verlieren wir 1000 Lebenspunkte. Hätten wir uns so ein Urmaterial noch draußen gehabt, hätten wir 1000 Lebenspunkte bekommen, aber naja. Jetzt wissen wir, was er für ein Monster verdeckt gesetzt hat. Und das ist doch ein Vorteil für 1000 Lebenspunkte oder etwa nicht. Ich weiß, was er vorhat. Jetzt hat sein Marshmallow 2400 Grundartiker. Ist aber riskant, was er da treibt. Naja. Ja, wir verlieren nur 900, das können wir ruhig erleiden. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Ja, ich habe immer erleiden gesagt. Jetzt habe ich es mal richtig gesagt. Yes! Ich frage mich, warum er nicht mit seinen Marshmallern angreift. Naja. Gut, dann flippen wir nochmal unsere Morphing Jew 2 oder Chor 2. Und alles zurück ins Deck und seine Ausrüstung geht down. Das ist irgendwie voll der Anti-Krieger-Deck-Killer. Anti-Krieger-Deck-Killer. Also sag mal so, für ein Anti-Krieger-Deck wäre das gar nicht schlecht, die Karte. Ja, was soll's. Spielen wir unser Sonic-Dings da, Klanghütchen verdeckt. Und geben an ihn weiter. Sind wir wieder dran? Ich weiß nicht, was sofort. Also momentan ziehen wir nicht so starke Karten. Nur ein Sternemonster haben wir auf dem Feld. Hoffentlich macht er jetzt nichts Extremes, weil sonst haben wir ein Problem. Es werden, glaube ich, alle Monster-Effekte deaktiviert, oder? Tributing, das Card gets. Scheiße, dass sie nicht weiterlesen können. Naja. Tu wir den Angriff erst einmal ab. Was? Aha. Okay, Feinkarten funktionieren nicht mehr. Aber zum Glück kann unser Sonic
Dings da nicht im Kampf zerstört werden mit einem Monster mit 1900 oder mehr. Fallgrube, naja. Ist nicht so gerade der Kracher. Ach scheiße, ich hab vergessen. Oh. Ich hab vergessen. Ich weiß, ich weiß. Endphase. Wie sehr ich doch vergesse, naja. Jetzt greift unser zweites Monster an, ne? Wurm Apokalypse, jetzt können wir einen Zauber oder Feindkarte von ihm zerstören. Machen wir mal diese hier kalt. Eieiei, jetzt haben wir einen Glückstreffer gelandet. Spiegelkraft haben wir zerstört. Naja, holen wir uns unser Ding zurück, unser Mecha-Häschen. Haben wir. Achso, wir haben keins, okay. Ach, ich vergaß. Der Kevin ist vergesslich. Naja, sagen wir so, ich spiele oft mit Fallenkarten. Also Fallenkarten sind so die das Hauptinstrument von meinem Deck. Also ohne Fallenkarten bin ich gearscht in meinem Real-Life-Deck. Naja, kann nichts machen. Jetzt sind wir wieder dran. Und jetzt haben wir einen Michael gezogen, Leute. Okay, dann die Endphase. Ja, er greift natürlich an. Oh, ich muss mal schnell husten. So, hier bin ich wieder. Er hat unser Mechanismus zerstört. Nein, naja. Mechanismus, komm wieder zurück. Okay. Gilt der Effekt irgendwie für seine Fallen auch oder nur für unsere? Das wäre schon unfair. Oh je, yeah, jetzt bin ich gespannt. 1, 2, 3 Mann. 900 plus. 900 plus. Das reicht nicht. Wir haben ein Monster mit 1500, wenn wir den Rechner spielen. Okay, wir können nur warten und Tee trinken. So, der Part morgen übrigens, der wird eine Stunde dauern. Heute dauert der bloß noch eine halbe Stunde, weil ich mehrere Teile noch hochladen muss, also andere Teile. Also, ich kann euch ankündigen, der morgige Part dauert eine Stunde, da werden wir nur noch Gold scheffeln. So, ja, scheiße, dass wir keine Fallen aktivieren können. Zwillingslaufdrache. Ja, wir haben keine andere Wahl, wir müssen es riskieren. Die letzten zwei Male haben wir gefällt, hoffentlich klappt es jetzt besser. Komm schon, ich vertraue auf deine Stärke! Yes! Okay, greif mir jetzt dein Monster an. Geflügelter Kuribo! Oh, wie süß! Und jetzt kommt der Effekt! Kampfschaden wird zu Null! Ja, schön für dich. Im nächsten Zug können wir sogar den... Nein! Was macht er? Ich ahne Schlimmes. Was macht er da? Scheiße, sein Monster ist immer noch 200 Punkte stärker als unseres. Verdammt! Das heißt, wir bräuchten eins mit 1900, damit wir mindestens einen Doppelkill machen könnten. Jetzt können wir zum Glück wieder Feinkarten verwenden. Überarbeitet, da könnte ich eine Kombi machen. Zuerst die hier auf sein Monster, dann. Und dann kommt die hier. Ich bin ja so böse. Aber erst die Endphase. Leute, wir die Endphase ein. Du, gell, du. Weißt was? Ich hab heute. Ich bin heute gut drauf, deswegen schenke ich dir einfach mal Angriffspunkte. Das hätte ich nie gemacht. Nicht, wenn ich wüsste. Also, der weiß ja nicht, dass wir hier in die Fallenkarte verdeckt haben, ne? Also,
sowas hätte ich nie gemacht. Annullieren. Warum funktioniert meine Taktik nie? Warum greift er nicht an? Wahrscheinlich funktioniert das nicht, wenn er seinen Effekt aktiviert hat. Er hat einen schweren Fehler begangen. Jetzt können wir seinen Marshmallow direkt angreifen und wir gewinnen. Dann, oder? Weiß gar nicht. Hoffentlich reicht's. Ja. Scheiße. Aufrichtig hat er. Oh. Jetzt muss ich wieder lachen. Okay, Endphase. Aufrichtig erhöht die Angriffspunkte von seinem Monster, wenn es ein Typ Licht ist, um die unseres Monsters es angreift. Alter Schwede. Jetzt sind die wieder dran. Aha. Ja, warum nicht? Endphase. So, hoffentlich aktiviert er irgendeinen Effekt. Ich kenne die Effekte von seinem Monster nicht. Oh oh. Ich glaube, wir haben verloren, kann das sein? Nein, schon wieder verloren. Unsere sechste Niederlage am Stück. Gegen geflügelter Grübo. Ja, da sehen wir, was für ein scheiß Deck wir haben. Ich kämpfe mal gegen den leichtesten. Aber das hatte ich anfangs auch. Da habe ich auch anfangs oft verloren bei dem. Da habe ich auch CPU-Duell mal gemacht und auch ständig verloren. Aber es legt sich mit der Zeit. So. Der ist hoffentlich leichter. Er ruft mit Zukunft... jetzt holt er seinen Ojama-König, glaube ich, mit Zukunftsversion her. Berserker Gorilla. Na gut, soll mir recht sein. Sobald es ein Monster beschworen hat, setzen wir die hier. Spielen wir zuerst aber den hier. Und setzen die verdeckt. Einmal, zweimal und dreimal. Und wenn er angreift, dann erlebt er sein blaues Wunder. Ja, Zukunftsfusion ist die fiese Karte. Er muss die Karten für ein Fusionsmonster auf dem Friedhof legen und dann kann er das Monster in zwei Runden beschwören. Oder soll ich es mit Staubtonner zerstören, seine Zukunftsfusion? Ja, ich glaube, das wäre sogar das Bessere. Also, tschüss! Nix Monster! Nix Fusionsbeschwörung! Wow, ich habe solche Angst! Oh, null Angriffspunkte. Oh mein Gott. Beide Effekte. So, ab in die Verteidigung mit deinem Monster. Und wenn das Monster des Gegners in die Verteidigung gesetzt wird, wird es zerstört. Das ist der Effekt von seinem Monster. Gut, naja, warum nicht? Reiki-Brecher schmeißen den hier ab und machen den da weg. So. Sind die wieder dran? Wir haben den Urmaterial doch gezogen. Ja, hätten wir Angriffspunkte, ja, machen wir auch sogar. Opfern wir es einfach umbei. Hat bestimmt was Fieses verdeckt. Okay, machen wir es anders. Damit können wir nämlich eine verdeckte Karte von ihnen zerstören mit diesem Monster. Ich hoffe, er hat nichts Fieses wie bodenlose Fallgrube oder Fallgrube oder was weiß ich. Okay, was war das für eine Falle? Aha. Ah, okay. Wenn wir angegriffen hätten, hätte er einen Ojama beschwören können. Gut, dass wir die Stadt Urmaterial beschworen haben. Endphase. Aha, er macht die Fusion und holt sich seinen Ojama-König. Der 0 Angriffspunkte hat, aber dafür 3000 Verteidigungspunkte. Oh, scheiße, der Effekt, den habe ich völlig vergessen. Er blockiert 3 unserer Monster-Zonen. So, finstere Valkyrie. Ist gut, dass wir die gezogen haben, denn mit ihrem Effekt können wir dann den Ojama-König von seinem Thron stürzen. So, jetzt ist
S wieder dran. Und ich muss wieder husten. Wieder, ja, so, hier bin ich wieder. Gut, Zwillingsbeschwörung. Ihr kriegt eine Zwei-Marke, eine Zauberzahlmarke. Durch deinen Effekt, ne? Zack. Und jetzt entfernen wir die auch sofort wieder. Und machen seinen Ojama-König fertig. Und bam! Jetzt greifen wir ihn direkt an. So. Hier noch einmal. Damit haben wir nur noch 1400. Falls wir alle einen Mecha-Bunny ziehen, könnten wir sogar gewinnen. Aber da wir drei Mecha-Bunnies im Deck haben, die jeweils 500 abziehen, werden wir gewinnen. Gut, jetzt sind wir nochmal dran. Können wir, nein, Zwillingsbeschwörungen können nur einmal verwendet werden. Aber wir können jetzt eine Synchro machen. So, welches holen wir uns denn? Natürlich Garia, indem wir den hier synchronisieren. Mit einer Attacke von 2600. Die einzige Karte, die mir einfällt, die seinen Angriff verhindern könnte, wäre Defender, aber die hat er nicht. Und er hat Defender. Verdammt. So, und jetzt gewinnen wir mal und beenden unsere Niederlagenserie. Endlich mal wieder gewonnen. Nach den 6 Niederlagen 5 gegen Lenny und eine gegen Kuribo. Oh, gut, endlich wieder Kohle. Und jetzt kämpfen wir mal gegen den Skelett Skelettdiener. Ja, lassen wir mal die Oblivion-Musik ein bisschen runterzukommen von der letzten Musik, die eher wild war. Er legt seinen Totenkopfdiener auf dem Friedhof. Jetzt weiß ich, wie das Monster heißt, Totenkopfdiener. Aha, ruft den Totenkopfdiener zurück. Interessant. Ja, machen wir es einfach mal, Pokal des Asses. Endlich. Yes! 2 für uns! Jetzt kommen unsere... Ne, den heben wir uns darauf. Ja, heben wir uns den auf und holen stattdessen den hier. Und machen sein Monster zu Staub! Tschüss mit deinem Zombie! Verdammt! Scheiße, Schrumpfen! Halbiert die Angriffspunkte unseres Monsters. Okay, dann... Hoffentlich hilft uns die Elfenbox. Ja, so gut, dass ich ein zweites Monster, der Spezial von seinem Deck, durch den Effekt von seinem Monster. Und er kann noch eins normal beschwören. Er synchronisiert das Ganze. Und holt sich, glaube ich, Ding. Starkes Zombie-Monster. Ja, genau, den habe ich mir gedacht. Hades. Jetzt kann er den Effekt nochmal aktivieren, indem er eine Karte auf sein Deck legt und diese dann aus den Spielen entfernen, wenn er sie nochmal synchronisiert. Das ist ein Zombie-Deck, ein typisches Zombie-Deck. Ja, wir haben keine andere Wahl. Ich tippe auf Kopf. Und wir hatten recht. Seine Angriffspunkte werden zu Null. Der Effekt von seinem Monster, alle Effektmonster von uns haben keine Wirkung. Ach, scheiße, jetzt habe ich Zahl gesagt. War diesmal falsch, deswegen passiert nichts. Und wir verlieren 300 Lebenspunkte. Ja, ich rate noch mit Zahl. Weil ich nicht glaube, dass ich dreimal Kopf hintereinander haben werde. Jawohl. Die Angriffspunkte werden auch zu Null. Und wir kriegen keinen Schaden. Ja. Jetzt sind wir wieder dran. Wir müssen 500 Lebenspunkte abgeben, damit unsere Falle auf dem Spielfeld bleiben kann. Naja. Ich riskiere es mal mit Zwillingslaufdrache. Weil ich keinen Bock habe, dass er dann... Warte, die Effekte werden noch annulliert. Oh, nur die, wo auf dem Friedhof sind. Ja, nur die von auf dem Friedhof sind. Scheiße.
Also nur die Effekte, wo auf dem Friedhof sind, funktionieren, die werden annulliert von dem. Ich wollte jetzt sein Ding zerstören, weil er sonst die Synchro machen kann und sich noch ein zweites Viech holen könnte. Aber mit Mecha Bunny wäre vielleicht besser gewesen. Aber wir hatten vielleicht auch einfach nur Pech. Man weiß es nicht. Okay, er setzt alle seine Monster bis auf Hades in die Verteidigung. Aber er muss auch mal angreifen. So, wir zahlen erstmal 500 Lebenspunkte. Ach, scheiße, ich hab's. Ich hab's auch nicht richtig gelesen. Ich hab gedacht, es wäre eine andere Karte. Naja. Damit haben wir jetzt wieder den kürzeren gezogen. Ah, entfernen wir sein Monster aus dem Spiel, da er es mit seinem eigenen Effekt zurückgeholt hat. Und der Kevin mal wieder husten muss. Und er wieder hier ist. Achso, wir sind noch dran, Endphase. Ja, wir haben immer noch unsere Sicherheitskugel. So, wir müssen sie jetzt verwenden. Sein Monster hat nur 0 Verteidigungspunkte. Wie geil. Das heißt, wir könnten ihn sogar mit unserem Häschen fertig machen. Und wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir sogar. Zack! So, das ist der Nachteil an Zombie-Monstern. Die haben meistens 0 Verteidigungspunkte. Und jetzt machen wir einfach mal Angriff. Michaelsen zerstört sein Monster. Besiegt von einem Hasen. Ein König wurde von einem Hasen entthront. Oh oh, die hätte gefährlich werden können. Die kriegt nämlich pro Totenkopf, die auf dem Friedhof, 1000 Angriffspunkte. Was? Wenn das Card Destroy in the Battle, kann er sich noch einen holen. Okay, der Effekt ist nicht schlecht. Gut, zuletzt holen wir uns den Schöpfer in die Verteidigung. Und ja, das sind die zwei noch verdeckt. Oder Verstärkung lassen wir noch erstmal auf die Hand. Und Endphase. Er setzt eine Verdeckte. Und macht gar nichts mehr. Gut. Oh, ich muss wieder husten. Es ist schlimm, es ist schlimm, es ist schlimm. Naja, okay. Holen wir uns den Schöpfer erstmal in die Angriffsposition. Und jetzt, Schöpfer, tue dein Werk. Und beschwöre, ich selber Galahad. Ach ja, wir müssen eine Karte abschmeißen. Leider können wir den Effekt nur einmal aktivieren. Und jetzt! Und holen uns natürlich Mechaisen her. Na, was ist jetzt? Und jetzt? Ja, und jetzt? Aha! Das juckt mich kein bisschen, da haben wir eben einen Hasen weniger. Los, Rayman, Raving Rabbits, attacking! und der ist attacking this. Oh nein! Das ist nicht gut. Er holte sich ein starkes Monster mit 2000 Verteidigungspunkten. Hä? Ich dachte, er holt sich jetzt Rio. Rio Rocky, oder wie auch heißt, keine Ahnung. Ja, okay. Auf jeden Fall hat er jetzt viele Monster verloren. Und wir sind im Vorteil. So. Er ruft Mizuki. Ich mag die Karte nicht. Weg damit. Fallgrube. Nein, warte, der Effekt. Scheiße, jetzt kann er sich ein Monster von seinem Friedhof zurückholen, wenn er diese Karte aus dem Spiel nimmt. Verdammt!
Ach, Moment mal, wir haben ja immer noch den Schöpfer. Na los, greif den Schöpfer an. Ja, zerstörst du ruhig, dann fliehen halt 400 Life Points, ist doch egal. Wir kriegen immer noch einen neuen. Was? Ach, scheiße. Und jetzt, beschützt den Schöpfer. Mann, rede ich hier jetzt Free Kick, ey. So, tschüss. Ah, jetzt macht's richtig Spaß. Also gut, Friedensbote, ja. Und weg damit. Lauter Müll. Auf dem Müllfriedhof mit dir. So was ruft er sich jetzt. Oh Mann. Pussy. Dieses Monster kann nicht im Kampf zerstört werden. Aber wenn es den Effekt wenn es von einem Effekt einer Fallenmonster oder Zauberkarte angewählt wird, wird es zerstört. Naja, egal. Das ist momentan seine einzige Verteidigung. Er hat nur noch eine Karte. Insgesamt sind es zwei. Und wir haben insgesamt drei, inklusive eine heftige. Die wir jetzt gleich fertig machen. Also eine machen wir jetzt fertig von ihm. Urknallkanone. Der Kevin hat Blut geleckt. Er wird zum Vampir. So, ich hätte zwar seinen Gegner ausrüsten können, dann wäre es zerstört, aber Lothar Kanone geht jetzt die Verteidigung. Und weg damit, Sangan. So, jetzt holt er sich ein Monster auf die Hand, das er wahrscheinlich nicht brauchen wird. Goblin Zombie. Ich lach mich tot. Endphase. Ich bin Blitzeinschlag. Fuck! Ach, endlich macht es mal Spaß. Bis jetzt hat mir noch nicht richtig Spaß gemacht, das Spiel, aber jetzt macht es mir richtig, richtig Spaß. 4 und 3 sind 7. Ich kriege eine Synchro. Und die wir auch jetzt machen. Na gut, Psy-Lebensstraße. Zack und zack. Zack und Synchro. So, Effekt. So. Ja gut, machen wir es einfach mal. Ja, was soll's. Dann können wir sogar sein Ding zerstören, seinen Binsenmann. Weil es von dem Effekt von Zwillingslaufdrachen verwendet. Egal was, egal welche Zahl rauskommt, sein Monster wird zerstört. Schau, wir haben zwar Zahl, aber sein Monster wird trotzdem zerstört durch seinen eigenen Effekt. So. Und jetzt starten wir unser Comeback, indem wir ihn jetzt fertig machen. Das bringt dir gar nichts. Das, was machst du da? Egal, wir haben so gut wie gewonnen. Zack! Und wir beenden das Ganze. Wir sind wieder da. Und gewinnen auch wieder. Nachdem wir den letzten Part so gefailt haben, sind wir jetzt wieder auf den Beinen. So, im nächsten Part holen wir uns weiter Geld, indem wir weitere CPU-Gegner fertig machen. Bis dahin, Servus!